cool. Hey. Fundstück des Tages. Ein kompletter Nusskasten. Weiter zurückgehen. Küche zu klein, Brett zu klein oder Fisch zu groß? Hallo Freunde, ich sage mal, Küche ist zu klein. Herzlich willkommen zum neuen Video in dieser Woche. Wir nehmen Abschied von diesem fantastischen Angelplatz Jüdeshaun und fahren ein Stück weiter. Lasst euch überraschen. Viel Spaß mit diesem Video. Prozent haben wir auch. Ich nicht mehr. Ich habe eben den Anker hochgeholt und die Landfeste, 100 Meter Landfeste. Wir sind losgefahren. Wieder von Jüdesholm, das ist da hinten und genau vom Eingang liegt ein dicker Berg. Wenn der kalbt, dann ist das ganze Eisbergsalat bei uns in der Bucht. Nicht deswegen fahren wir los, weil heute ist Damenwahl und Antje hat sich gewünscht, nochmal zu den Moschusochsen zu fahren. Wir sind am Südkap. Wir sind am Südkap, was im Norden liegt. Da fahren wir jetzt mal hin. Da waren wir letzte Woche schon mal. Jetzt sind wir wieder eine Woche hier. Wochenende fahren wir mal dahin. Heute ist Freitag. Wochenendausflug. Aber hier kommt viel Wind, also Flüchtling. Genau, kommt auch außerdem viel Wind. Laut Ansage kommt hier viel Wind. Wir haben jetzt auch 12 Knoten. Das ist okay, super. Und ich fahre wieder nur mit Genua. Macht mehr Spaß. Bin flexibel. Und ich kann entspannt auf die Würfe gucken. Wir fahren trotzdem 5 Knoten. Das ist okay. Und wir haben ein bisschen mehr Zeit zum Fotografieren und zum Gucken und ja, die Moschusochsen. Das Ziel heute, genau wie letzten Freitag sind wir los. Schauen wir mal, ob wir das heute auch wieder so sehen. Wir wollen den gleichen Ankerplatz nehmen. Am Wochenende kommt Westwind. Da können wir uns da super verstecken hinter dieser Landzunge, dieser Nase da oben. Und dann hoffen wir, dass da nicht der Wind, die Thermik und die Strömung die kleinen Würfel wieder nach Osten trägt, also vom Osten. Und morgens um 5 weg, ja, letztes Mal um 4:30 hoch und 5 losgefahren. Aber das kann ja hier immer passieren. Also es ist nicht definiert mit dem Wind, es ist nicht genau. Wir haben einen Freund in Deutschland, der schickt uns einmal noch Wetterdaten. Er sagt 40 Knoten, wir sollen uns verstecken. Ne, hier drin kommen keine 40, hier kommt nur schönes Wetter. So, Blick nach da hinten, das ist der lange Kanal um die Hauptinsel herum. Da geht's durch. Da fahren wir nicht rein. Ist tagsüber nicht möglich, da reinzufahren. Durch die Fallböen kommt man da nicht vorwärts. Kappelwelle und katastrophale Böen. So, weiter geht's. Nächster Bericht beim nächsten Eiswürfel. So denn. Someday I'll fight for it better than I fought for it.
Maschine läuft mal wieder. Der Wind hat uns relativ früh verlassen, konnten nicht die ganze Strecke segeln. Das sind ja 20 Meilen ungefähr. Und ich konnte noch ein Stückchen mit Segelunterstützung machen, Maschine und Segel. Das ging noch halbwegs und jetzt ist gar kein Wind mehr, 0,0. Und wir müssen jetzt hier durch, sind gleich da, 5 Meilen noch. Und jetzt liegt da genau so ein Riesending, genau auf Kurs, genau hier vor, weil da vorne ist ein Ausläufer von der großen Insel. Es ist ganz flach. Und wir müssen jetzt hier praktisch vorbei, ist so eine scharfe Kante, hier ist nur 200 Meter tief. Und der liegt hier an der Kante auf. Wir müssen auch mit durch. Ich muss wahrscheinlich rumfahren und werde jetzt mal den Kurs ändern ein bisschen, dass wir da haarscharf vorbeikommen. Zu dicht mag ich nicht an solchen Dingern vorbeifahren. Wenn da was abfällt, abbricht, kippt das Ding, dann haben wir verloren. Deswegen versuchen wir jetzt mal hier. Ich glaube, das ist nicht mega flach, aber ich bin da schon mal durch letzte Woche und es sind nur 13 Meter oder so. Aber jetzt wird ja, wo die Steine rausgucken, da wird es ja mega flach. Das ist ja, das läuft ja ziemlich schnell da hoch. So, mal schauen. Andere Seite sieht man mehr. Manche hat ein paar Fotos gemacht vorne. Und sind dichter dran. Ich stehe jetzt hinten. Er ist schon beeindruckend hier. Ich hoffe, er hält noch eine halbe Stunde. Dann kann er kippen von mir aus. Ah, hier laufen die auf. Hier ist so eine Engstelle. Wir werden jetzt hier, vorne ist flach, ein bisschen nach Steuerbord wieder gehen und dann wir müssen wieder rumkommen. Raus tief. Hier ist schon 103 Meter tief. Und 1 Meter tief. Ich bin schneller, 97. Und dann steuere ich wieder von Hand. Hier vorne sind die Felsen an Backbord und an Steuerbord. Das ist halt ein Knall. 40 Meter. Oh, der sieht schon gut aus, ne? Mega. Ich glaube, wir haben die Stelle passiert. Jetzt wird es wieder tiefer, 50 Meter. Da war das nicht so flach hier. Wir sind neulich da durchgefahren, auf der Seite, und da waren es 13 Meter.
hier sind es 35, 30 glaube ich. Das ist okay. Und die Seekarte? Die sagt gar nichts hier. Nicht mal die Untiefen sind hier eingezeichnet. Das sind größere Inseln, die sind woanders hier. Ein Stückchen weiter weg. Die große hier. Das ist die da. Lange Ding. Ich kann wieder Gas geben. Okay, das hätten wir geschafft. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. See the moon side by side and through and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. The future is bright. Ja. Warum piept das immer zu? Ja, ich bin zu dicht. Am Ochsen? Ja, wahrscheinlich Steine. Ja. Hauptsache, die zerschellt da nicht. Wir müssen da hin und suchen. Und die Ochsen helfen. Und der eine frisst schon wieder.
trotzdem Aufnahme 1%. Nur noch, wir sind wieder im Südkap. Iceberg City. Ich fühle so ein bisschen die Luft. Ich bin gerade hergepaddelt. Ich habe mich gerade aufgeregt, dass die GoPro mal wieder nicht geht, weil das Akku leer ist. Heute früh neues Akku rein, war neu geladen und jetzt Akku leer. Jetzt habe ich hier eine Powerstation in der Hand und ein Kabel. Das nenne ich mal Flexibilität. Wir sind ausgerüstet und zwar wollen wir auf Moschusjagd gehen wieder. Hier, so Fisch. Sehen sie. Fisch. So sehen sie aus, wenn sie das Cycle hier gesegnet haben. Hier haben wir noch einen Schädel gefunden. Und wir sind auch ausgerüstet, wir haben wieder unsere Bärentöter mit, unsere schwere Baikal, ausreichend Munition. Denn die Moschusochsen sind gefährlich, haben wir gerade gelesen. Wir sollen Sicherheitsabstand von 200 Meter halten, weil die doch manchmal außer Rand und Band sind und alles umrennen, was nicht nied- und nagelfest ist. Also mich rennen sie ja nicht um, aber Schirmmützen finden sie auch nicht. Guck. Aber Antje ist nur auf der Suche nach Wolle. Wolle von dem Moschus ist 8-mal wärmer als Schafswolle. Wer das gemessen hat, weiß ich nicht. So, wir gehen los. Wir gehen hier über den Hügel und versuchen da die Horde zu finden, die wir vorhin mit dem Fernglas gesehen haben. Vom Segelboot aus. Segelboot liegt gut vor Anker. Hab nochmal Kette verlängert, eingedampft nochmal. Das können wir gut so lassen. Das ist 3,80 Meter tief da vorne. Jetzt ist Niedrigwasser, aber heute ist nur ein halber Meter Tide. Das ist okay. Ein traumhafter Platz. Okay, Meldung am nächsten Moschusochsen. Jetzt bin ich schon mal erfolgreich, habe die ersten beiden Moschusochsen gefunden da oben. Der eine lag schon und der andere hat sie jetzt auch hingelegt. Ich bin jetzt noch 150, 180 Meter, schätze ich, bin ich noch weg. Aber sie gucken in meine Richtung. Also wenn ich mich jetzt bewege, ich liege hier hinter so einer Wand. Kommt gerade ein Skua, glaube ich, ist das. Ja, ich liege hier ein bisschen versteckt und kann sie fotografieren oder erstmal beobachten. Ich bin außer Puste. Eben bin ich hier an der Kante lang. Und dann saßen die plötzlich 10 Meter neben mir. Ich habe das nicht gefilmt, ich gehe nochmal hoch. Vielleicht sitzen die immer noch da. Da laufen sie jetzt. Ich glaube, da haben mehr Angst vom Menschen als ich vor den Moschusochsen. Guckt mich einer an. Das Gipfelfoto. Auge in Auge.
Hallo Leute, mit diesen fantastischen Aufnahmen von den Moorschussochsen möchte ich diesen Film beenden. Wir bleiben noch ein paar Tage und kommen den beeindruckenden Tieren in freier Wildbahn sehr nahe. Doch das seht ihr in der nächsten Woche. Das Sturmtief hat uns verschont und wir gehen noch einmal auf die Suche nach der legendären Wolle der Moorschussochsen. Was schätzt ihr? Wie dicht komme ich an die Tiere heran? Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder, wenn ihr wollt. Bis dahin, schöne Pfingsten, euer Micha. Faces merchant chain.